Die Gedenk- und Dokumentationsstätte KZ Rütte klärt Besucherinnen und Besucher seit 1994 über die Geschichte des 1942 entstandenen Konzentrationslagers auf und schafft einen Ort der Information, aber auch der Erinnerung. Das KZ Rütte war eines der ersten und größten Außenlager des KZ Neuengamme. Die Häftlinge wurden zur Arbeit in der Rüstungsproduktion gezwungen. 1944 entstanden im Salzgittergebiet drei weitere KZ-Außenlager. Mehr als 1000 Häftlinge starben in der Zeit an Unterernährung, Krankheiten, durch Arbeitsunfälle oder Exekution. Die durch den Verein Arbeitskreis Stadtgeschichte errichtete Gedenkstätte thematisiert die Entstehungsgeschichte der Stadt Salzgitter sowie den Nationalsozialismus und dient als Veranstaltungsort für beispielsweise Lesungen, Musik und Theater. Am 18. Oktober 2022, genau 80 Jahre nachdem die ersten 50 Häftlinge das KZ Rütte erreichten, fand die Eröffnung der neu gestalteten Dauerausstellung KZ-Häftlinge in der Rüstungsproduktion statt. Maike Weth, Leiterin der Gedenkstätte, und Grim Weber-Rottmaler, erste Vorsitzende des Arbeitskreis Stadtgeschichte, moderierten durch die Veranstaltung. Rednerinnen und Redner würdigten die Gedenkstätte und betonten deren Bedeutung für die Gesellschaft. Anschließend begaben sich die Teilnehmenden zur fußläufig erreichbaren Gedenk- und Dokumentationsstätte, wo die Dauerausstellung mit dem Durchschneiden eines Bandes neu eröffnet wurde. Das Team des Arbeitskreis Stadtgeschichte führte die Besucherinnen und Besucher in kleinen Gruppen erstmalig durch die Dauerausstellung und gab neue Einblicke in das Leben der Häftlinge im KZ. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, die Erinnerungskultur immer wieder wachzuhalten, wenn wir mal aktuell in der Welt rumgucken, nicht nur die Krisen, sondern das Erstarken eben auch von Nationalisten in anderen Nationen eben auch. Und deswegen ist es wichtig, aus der Geschichte zu lernen, die Fehler der Geschichte nicht wiederzumachen. Die Ausstellung informiert die Besucherinnen und Besucher über die Rolle der Häftlinge des KZ Rütte in der Rüstungsproduktion der Nationalsozialisten und thematisiert die drei weiteren KZ-Außenlager Wartenstedt-Leinde, Gebertshagen sowie Salzgitter-Bad. Unterstrichen werden diese Informationen durch Freilegungen von Schriften und Mitteilungen, die die Häftlinge damals an den Wänden hinterlassen haben. Dafür forschte der Arbeitskreis Stadtgeschichte, Trägerverein der Gedenkstätte, seit 2019 nicht nur in Archiven in Deutschland, sondern auch international. Wir haben auf 1000 Quadratmetern erstmals die Chance, viele Objekte aus dem Archiv zu zeigen. Wir können auch tatsächlich den Blick auf das historische Gebäude stärker richten. Das sieht man beispielsweise an einem 30 Meter langen Steg. Da kann man einige Spuren besser entdecken. Das wird genauer beschrieben. Und wir freuen uns auch, dass wir zukünftig noch einen größeren Seminarraum bekommen. Das bedeutet, die Ausstellung ist da, um die Menschen, die interessierten Menschen zu informieren, aber tatsächlich auch natürlich, um die Bildungsarbeit voranzubringen. Die Gedenk- und Dokumentationsstätte KZ Rütte kann ohne Voranmeldung jeden zweiten Samstag im Monat zwischen 15 und 17 Uhr besucht werden. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.gedenkstätte-salzgitter.de.